Wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist. Einen wunderschönen guten Morgen, Rita Gabriela. War schön, dass du hier bei uns bist. Hallo. Angstfrei durch Klopfen, so der Titel. Denn Klopfen kann unglaublich vieles lösen. Vielleicht erzählst du mal, was du da genau machst. Ja, beim Klopfen klopft man wortwörtlich am Körper und währenddessen geht man in eine Emotion, die man eigentlich loswerden will. Und das erzeugt eine Art Kurzschluss im Körper und man löst sich davon. Aber gehen wir mal in medias res. Meine große Schwester zum Beispiel, sie meidet Fernreisen, weil sie absolute Flugangst hat. Mhm. Kann man da jetzt auch irgendwas sagen, wenn man sagt, so jetzt muss ich 15 Stunden nach Bangkok fliegen, dass ich jetzt sage, irgendwie kriege ich das durchs Klopfen in den Griff? Geht das auch? Ja, also den ganzen Flugstress, den kriegt man weg. Den kriegt man schon nach einer Klopfsession weg. Und wirklich? Ja. Man geht, Von Anfang bis zum Ende alle Situationen durch. Also begonnen von Online-Flugticket kaufen, über am Schalter stehen, über in Flugzeug steigen, über den ganzen Geräuschen. Man geht die ganze Szenarium durch und klopft währenddessen auf Punkte, die ich ansage. Also auf Meridiane genau genommen. Ja. Und damit verschwindet das. Es kommt ja eigentlich kommt vom Sport, gell? Weil ich kenne das, die Sportler, die haben aber total unterschiedliche Methoden. Also die Boxer haben sie meistens am Schädel, wenn ich so vorne kann. Ja. Das würde ein Leichtathlet nie machen. Nicht? Mhm. Die haben, so wie du sagst, da hat man Punkte, da weiß jeder Fachmann, wo soll mein Sportler hinklopfen, und die klammern das, die machen das. Ja. Jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene Situationen, wo man das anwenden kann, oder? Wir haben auch uns gestern ein bisschen unterhalten, angenommen Dating. Wenn man jetzt ein bisschen Angst hat davor, vielleicht abgewiesen zu werden, auch da kann man dagegen klopfen? Ja, na, angenommen, ein Mann sieht dich auf der Straße laufen und denkt sich, oh mein Gott, Hammerfrau, aber ich traue mich nicht, sie anzusprechen. Ich werde ganz nervös, meine Beine zittern, und was mache ich? So, der kommt jetzt zu mir und wir klopfen diese Nervosität runter. Er wird wieder mutig, er glaubt wieder an sich selbst, kommt zu dir und sagt, Bianca, geh mal auf ein Date. Wow! Aber ja, da fällt mir ein, im Prater, ich will jetzt keine Werbung machen für das Schweizer Haus, aber da geht eine Frau rum und die verkauft auch die Klopfer, aber das ist eher Alkohol, ne? Ja, das ist eher Alkohol, ja. Aber ja, die machen das auch, also? Na, Alkohol, wenn man die Überzeugung hat, dass man Alkohol braucht, um sich zu entspannen, kann man das auch klopfen, ja? Weil das ist eine Überzeugung, die eigentlich künstlich ist, ja? Jetzt kommt demnächst der Heilige Abend, für viele ein sehr, sehr stressiger Moment, wenn die ganze Familie zusammenkommt. Hat es auch Sinn, unterm Christbaum zu klopfen, dass man dann ein bisschen ruhiger wird, wenn es eskaliert? Man kann sogar mit ganzen Familien, mit ganzen Gruppen klopfen. Vor Weihnachten ist das super beliebt, weil da sind alle kurz vorm, wie sagt man, kurz vorm Zerplatzen, genau. Vor lauter Stress, und das Klopfen super. Und ich bringe den Leuten auch Klopfen selbst bei, weil dann können sie jede Hürde überleben, sage ich einmal, und stark bleiben. Ja. Das wollte ich gerade fragen, ob du eigentlich den Leuten das dann zeigst, weil blöd gesagt, dann brauchen sie vielleicht nur eine Sitzung, kommen dann gar nicht mehr. Ist eigentlich schlecht fürs Geschäft, oder? Nein, es ist nicht schlecht fürs Geschäft, weil ich sage, ich will die Leute nicht zu Stammkunden züchten. Ja. Ich will eher die Selbstverantwortung in ihnen fördern, und wenn sie dann beginnen selbst zu klopfen, dann sagen die Nachbarn oder die Freunde, wieso bist denn du auf einmal so selbstsicher, was ist denn los mit dir, wieso ist das alles kein Stress mehr für dich? Und dann ist das ja auch Mundpropaganda. Und ich meine, in Wien, wie viele Leute gibt es? Zwischen 1 und 2 Millionen. Ja, also ich habe genug Kunden. Ja. Bist du hier auf die Idee gekommen, jetzt quasi Klopfen zu deinem Hauptberuf zu machen? Ist dir irgendwas passiert, dass du sagst, so, ich mache das jetzt? Ja, na, das ist eigentlich eine aufregende und dramatische Geschichte. Wie ich 17 war, bin ich unter einen LKW gekommen, wortwörtlich. Er hat mich überrollt am Becken. Und Gott sei Dank nicht auf der Wirbelsäule, deswegen kann ich heute gehen. Danach ist sehr, sehr viel Stress übergeblieben, psychischer Stress, den ich bewältigen musste. Und so bin ich im Zuge des Ganzen zum Klopfen gekommen, ja, weil das war für mich die stärkste Methode, wo ich gesagt habe, wow, ich habe gerade noch Überzeugungen gehabt, wie ich bin nicht mehr gut genug, ich schaue nicht mehr gut aus, mich nimmt mir keiner mehr. Alles weggeklopft und mein Leben ist weitergegangen und ich konnte aus dem das Beste machen. Ja. Wahnsinn, gell? So eine starke Frau. Ja, gerade wenn man so ein Erlebnis hat wie du, dann hat man auch die Stärke, diese Idee weiterzugeben. Definitiv. Weil man hat ja diese Schwierigkeit besiegt. Ich finde das toll. Wirklich. Ja, danke. Bitte, wo kann man das denn buchen? Wo kann man da hinklicken? Hast du eine Homepage oder wie erreicht man dich denn? Auf www.eft, wie Emotional Freedom Technik, _Vienna.at. Gibt es ein paar einfache
Ich habe es jetzt nicht gemerkt. Aber nein. Einfach googeln, Klopftechnik Wien und da komme ich schon. Das wollte ich sagen. Am einfachsten. Ja. Vielen Dank für den Besuch in unserem Studio und schon jetzt ein schönes Weihnachtsfest an dich. Danke euch auch.